Ja, werter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der CDU, Frau Ministerin Karliczek hat jetzt gerade eine völlig neue Version des Grundsatzprogramms der CDU vorgetragen. Sie möchte jetzt eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft errichten. Ich darf an dieser Stelle noch einmal klarstellen, dass die AfD eine soziale Marktwirtschaft behalten will. Da erklären sich vielleicht auch viele Auffassungsunterschiede daraus. Wenn Sie jedenfalls die soziale Marktwirtschaft weiter stützen wollen, sollten Sie sich vielleicht um eine Bewerbung bei der AfD Gedanken machen, meine Damen und Herren. Denn die nationale Bioökonomiestrategie der Bundesregierung hat auch nicht viel mit Forschung und Wissenschaft zu tun. Wir als Professorenpartei AfD sprechen sehr gerne von Wissenschaft und Forschung, und wir fördern auch sehr gerne die Biotechnologie, deren Produkt Ihre Maske ist, Frau Karliczek. Aber Bioökonomie ist doch was ganz anderes. Das ist tatsächlich eine Erfindung der Bundesregierung zusammen mit der EU-Kommission, die wissenschaftlich überhaupt nicht anerkannt wird. Es gibt ganze zwei Studiengänge zur Bioökonomie. Der eine ist grundlegend, der andere ist aufbauend in Deutschland. Und die wesentlichen Verleger, die zu diesem Thema publizieren, sind so herausragende Verlage wie die Nature Publishing Group in London oder das Stockholm Environment Institute. Da bauen wir jetzt also unsere Politik drauf auf, finde ich ganz zielführend. Ja, die Bioökonomie bedeutet ja letztendlich, dass die Bundesregierung sich vorstellt, Ökologie und Ökonomie miteinander zu verzahnen. Also die marktwirtschaftlichen Prinzipien sollen nicht mehr gelten, sondern ökologische Prinzipien, diese dominieren. Sie glauben also nicht mehr an die Marktwirtschaft. Stattdessen glauben Sie an Sprunginnovationen, die es dann ermöglichen werden, komplett auf biogenen Rohstoffen aufzubauen und dann sozusagen die Wirtschaft und die Gesellschaft völlig umzugestalten. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Übrigens, Sie haben Bioökonomie und Biotechnologie völlig durcheinander geworfen, Herr Brandenburg, in Ihrem FDP-Antrag. Sie sollten sich vielleicht auch mal überlegen, ob Sie einer Bioökonomie, also einem Ökosozialismus, hinterherrennen oder tatsächlich zur sozialen Marktwirtschaft stehen. Da würde ich eine klare Aussage von Ihnen sehr erwünschen in Ihrem Redebeitrag, der jetzt ja dann sicherlich folgt. Aber ich war dabei stehen geblieben, dass die Bioökonomie versucht, volkswirtschaftliche Prinzipien infrage zu stellen, und zwar in der Hoffnung darauf, dass es Sprunginnovationen geben wird, nachdem man ein bisschen Forschungsgelder reingesteckt hat. Und dann ermöglicht das uns, zum Beispiel Bildschirme aus Zucker herzustellen oder vielleicht produzieren auch irgendwann mal Bakterien Stahl. Und so schlimm es ist, wenn Sie so denken, wenn Sie in Regierungsverantwortung sind, umso schlimmer ist es, dass Sie das ja auch noch kombinieren mit einer Politik, die das auch noch forciert und sich alleine darauf verlässt. Sie verwetten unser letztes Hemd mit dem EU-Green Deal. Unter anderem verbieten Sie Technologien, die Deutschland stark gemacht hat, die die deutsche Wirtschaft stark gemacht haben, wie zum Beispiel Verbrennungsmotoren, wie den Diesel. Sie bauen Arbeitsplätze ab. Sie tragen dazu bei, dass der Mittelstand im Prinzip nicht mehr frei forschen und entwickeln kann. Und das ist genau eine Gefahr für Deutschland, denn Sie verlassen sich tatsächlich auf die Idee, dass eine Sprunginnovation unsere Art des Wirtschaftens und unsere Gesellschaft verändern wird. Und was, wenn sie nicht kommt? Das ist wirklich reichlich naiv. Wir als AfD stehen für ideologiefreie Forschung und Entwicklung, und wir sagen ganz klar Ja zur Biotechnologie und auch zur Gentechnik und zu ähnlich verwandten Technologiebereichen. Wir müssen dabei aber dazu beitragen, dass die Forschungsgelder ideologiefrei und ohne Scheuklappen genutzt werden können. Die Forscher wissen doch, woran sie forschen können und sollten und wo es zielführende Wege gibt, und daraus entwickeln sich dann die Innovationen. Genau das Gleiche gilt für die mittelständischen Unternehmen. Da müssen wir Regularien abbauen, damit sie eben besser und freier forschen können. Und vor allem brauchen wir auch einen Rahmen, dass Spitzenforscher gut und gerne in Deutschland bleiben. Wir brauchen eine Abkehr von den prekären, schlecht bezahlten Arbeitsbedingungen, die es gerade in der Biologie, Biochemie, Biotechnologie gibt. Wir brauchen hier bessere Bedingungen. Dann bleibt auch das Wagniskapital übrigens in Deutschland. Und das brauchen wir, damit Anwendungen, die tatsächlich zielführend und zukunftsträchtig sind, durchfinanziert werden können. Haben Sie herzlichen Dank. Vernunft statt Ideologie ist das, was wir in der jetzigen Zeit brauchen, und die Regierung ist davon leider ganz weit weg. Vielen Dank, Herr Kollege Kleinwächter. Nächster Redner ist der Kollege René Röspel, SPD-Fraktion.